Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Leider startet dieses Jahr mit einer etwas unerfreulichen Nachricht. Und zwar muss ich als Turnierleiter vom TNM zurücktreten. Seit meinem Umzug haben sich sehr viele Probleme entwickelt, vor allem zeittechnisch, da ich jetzt Vollzeit arbeite und es nicht mehr schaffe, das Turnier so zu leiten, wie ich möchte. Daher gebe ich die Turnierleitung hiermit an meinen Kollegen -1 ab, welcher sich höflicherweise dazu bereit erklärt hat, das Ding zu übernehmen und zuständig ist für die Jury, Information und allgemeine Organisation. Ich werde mich im Hintergrund halten und selbstverständlich bei einigen Sachen helfen. Die Paarungen werden aber immer noch größtenteils von mir bestimmt, so wie vorher auch, und das Preisgeld bleibt, so wie es ist, bestehen. Darum müsst ihr euch keine Sorgen machen. An der Stelle würde ich gerne einmal alle aufrufen, das Turnier bitte etwas finanziell zu unterstützen. Ich mache mir seit 2017 neben Schule und Job eine extreme Arbeit mit dem Turnier und es ist halt super anstrengend, das alleine gemanagt bekommen zu haben. Ich würde mich daher extrem freuen, wenn ihr mir mit dem Preisgeld helft. In der Beschreibung findet ihr einen Link zu einem PayPal-Spendenkonto und Patreon. 100% der Einnahmen fließen in das Preisgeld. Es hat mir seit S1 eine große Freude bereitet, das TNM zu leiten, aber an der Stelle muss ich mich nun verabschieden und wünsche -1 den Teilnehmern und der Jury noch viel Spaß mit dieser Staffel und ich hoffe, dass sie uns weiterhin mit coolen Runden bereichert. Hiermit ein letztes Mal, Bailey Jules out und ich übergebe an -1. Ja, hi, ich bin -1, ich werde das TNM leiten und gebe mein Bestes, dass sich nicht viel für euch ändern wird. Ich versuche dann auch nicht lange um den heißen Brei zu reden. Das Turnier geht weiter, die Frist für die Jury geht bis zum 14. Januar, die Paarungen kommen dann 2 Tage später am 16. Januar. Falls irgendwelche Fragen aufkommen, etwas immer noch unklar ist, könnt ihr immer noch den Discord betreten, mich dort gut erreichen oder es einfach in die YouTube-Kommentare schreiben und dann versuche ich das Beste, jedem zu antworten. So. Dementsprechend, wir sehen uns im nächsten Video und ich wünsche euch noch viel Spaß im Turnier, sowohl als Teilnehmer als auch als Zuschauer, logischerweise.